Ray Collins hat etwas gefunden, was einzigartig ist. Ja, er spielt mit dem Wasser, er spielt mit der Sonne, er spielt mit dem Licht. Die Reflexion in den Wellen, das sind Bilder, die hat man so noch nicht gesehen. Und da sind wir stolz darauf, dass wir dies zeigen dürfen. Ja, grundsätzlich bereiten wir gerade hier die Daten von Ray Collins, die so unfassbaren Wellenbilder darauf vor, für das Fotofestival in Zingst groß zu drucken. Und gerade unter den Prämisse groß, wir stehen am Strand mit 3x3 Meter großen Bildern. In der Größe will man die Bilder meistens noch nicht gesehen haben. Es geht um Schärfe, es geht um Helligkeit, es geht um Größe, es geht um Auflösung und es geht um Kontrast. Wie wirken die Bilder am besten? Wie wirken sie richtig? Wie stellt sich der Fotograf, wie steht sie reden? Auch die Ausstellung vor, um das mit ihm abzustimmen, bereiten wir die Daten zurzeit hier vor. Ich schaue mir die zuerst natürlich mit Photoshop auf dem Monitor an. Mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben im großen Drucken, skaliere ich mir die Bilder, gucke mir den Kontrast an und versuche abzuschätzen, wie ist die Wirkung im Außenbereich, am Strand, mit der Sonne, mit den Wellen. Wir drucken die Bilder hier uns einmal natürlich im kleinformatigen Bereich aus, so wie sie auch am Strand stehen werden, um mal abzuschätzen, wie ist die Gesamtwirkung im Außenbereich. Und dann drucken wir natürlich Bilder auch nochmal wirklich in 1:1 Größe, um nochmal festzustellen, ist die Helligkeit und Kontrast richtig, weil das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Wir drucken im Prinzip auf eine Folie, die selbstklebend beschichtet ist, die auch zum Beispiel zum Bekleben von Autos verwendet wird, die also dafür gemacht ist, im Außenbereich auch lange zu halten und den Anforderungen gewachsen ist. Also nachdem wir die Bilder fertig gemacht haben, stimmen wir natürlich die Ergebnisse nochmal mit Ray ab, ob das genau so ist, wie er das möchte. Und nach der Abstimmung geht es natürlich dann in den Produktionsprozess. Produktion heißt, wir drucken die großen 3x3 Meter Bilder in 6 Meter Bahnen, weil sie in der Mitte geteilt werden müssen, auf 1,50 Meter breite Panels, dann am Stück aus. Nachdem wir hier die gedruckt haben, die Rollen, gehen die dann zum Dienstleister nach Schwerin. Dort werden sie auf einer Platte kaschiert und mit einem Schutzlaminat versehen und gehen von da aus weiter nach Zingst und werden dort am Strand dann aufgebaut.